Liebe Freunde, eines der Dinge, für die wir Norweger im Ausland besonders bekannt sind, ist das Feiern unseres Nationaltages. Am 17. Mai ertrinkt Oslo beinahe in einem rot-weiß-blauen Flaggenmeer. Scharen von Kindern und Erwachsenen zieht es die Karl-Johann-Straße hinauf zum Schloss, wo die Königsfamilie wartet. Nicht nur in der Hauptstadt, auch in den anderen Städten und Dörfern geht es ähnlich freudig und bunt zu, selbst ohne Königsfamilie. Auch in Deutschland feiern die hier lebenden Norweger oft gemeinsam mit ihren Freunden vor Ort ihren Nationalfeiertag. Normalerweise gerne mit Waffeln, Eis, Bier, Musik und Flaggen in einer großen Gruppe im Park. Normalerweise. Doch dieses Jahr ist wie schon 2020 vieles anders. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie verzichten wir alle weiter auf Treffen und physische Kontakte und tragen so dazu bei, das Virus in Schach zu halten. Damit ist der 17. Mai auf den ersten Blick auch dieses Jahr wieder ganz anders als gewohnt. Auf den zweiten Blick manifestiert sich in dieser ungewöhnlichen und von den Umständen erzwungenen Art, den Nationalfeiertag zu begehen, aber auch der gelebte norwegische Nationalgedanke. Denn unser Patriotismus ist ein solidarischer, inklusiver und weltoffener. Nicht nur schließen sich fast alle Einwanderer an den 17. Mai-Feierlichkeiten an, es ist auch jeder, der zufälligerweise gerade an einem 17. Mai in Norwegen ist, eingeladen mitzufeiern. Wohl deshalb fühlen sich manche Deutsche, wenn sie an diesem Tag in Norwegen sind, an Karneval erinnert. Statt Militärparaden gibt es am norwegischen Nationalfeiertag Kinderparaden. Die Kleinen laufen lachend durch die Straßen und schwenken norwegische Flaggen. Die Kinder stehen für die glückliche Zukunft unseres Landes und unserer Gesellschaft. Und damit die Gesellschaft und vor allem die Jüngeren, die gemessen an ihrem Alter schon sehr lange unter Corona-Bedingungen leben, bald wieder frei und sorglos gemeinsam ihr Leben draußen und drinnen genießen können, üben wir uns noch ein wenig in jener Solidarität, die viele von uns als typisch norwegisch ansehen. Auf dass wir alle bald, trotz aller Einschränkungen und auch Verluste, die uns diese Pandemie gebracht hat, stolz darauf zurückblicken können, dass wir sie gemeinsam gemeistert haben. Gratuliere mit dagen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 17. Mai.